So, Kryptowährungen. In letzter Zeit habe ich viel Geld da reingesteckt und ob ich alles verloren habe oder ob ich was damit plus gemacht habe, darum geht's heute. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Manuel González und wenn du neu auf dem Kanal bist, herzlich willkommen. Ich zeige dir, wie du es schaffst, deine Leidenschaft zu finden, wie du es schaffst, damit finanziell frei zu werden und eben auch ein Leben, um deine Interessen und das, was du liebst, aufzubauen. Wenn du möchtest, also abonniere gerne den Kanal, klicke dann auch gerne auf die Glocke, sodass du benachrichtigt wirst, wenn es ein neues Video gibt, jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Ich bin gerade noch im Office mit meinem Team. Hallo Team. Das war jetzt leider ernüchternd. Gut, und wir sind gerade so circa 21 Uhr ist es, deswegen ist es nicht mehr ganz so voll. Wir sind gerade noch den letzten Rest an Energie heute rausballern in Form von Arbeit. Ich möchte gerne mit dir einmal drüber reden, wie sich mein Krypto-Pot entwickelt hat. Der ein oder andere hat es mitbekommen, ich habe vor einigen Monaten erst einmal 4.000 investiert, dann habe ich nochmal 4.000 investiert. War das so die Reihenfolge? Genau, 4, 4 und dann 10, glaube ich. Das war, glaube ich, wie ich es zuerst investiert hatte. Und dann habe ich einige Zahlungen von Kunden auch noch in Krypto angenommen. Das heißt, wir sind dann auf einen insgesamten Betrag von 35.000 Euro genommen. Genau genommen 34.950. Und dann haben sich diese 34.950, also das war ja nicht alles von Tag 1, sondern die ersten paar Tausend, die ich investiert habe, die haben sich verx-facht, ja, so ver-4, fast verfünffacht. Und die danach, die haben sich immer noch um 30% gesteigert oder so, je nachdem, wann das Investment denn tatsächlich kam. Das heißt konkret, das, was ich insgesamt reingesteckt habe, zu verschiedenen Zeitpunkten, insgesamt aber kombiniert, sind 34.950 Dollar, wohlgemerkt. Ich rechne in Dollar, weil ich die Kurse auch in Dollar verfolge. Deswegen 34.950 Dollar. Und das hat sich entwickelt zu inzwischen 64.149 Dollar. Das heißt, wir haben knapp 30.000, also 29.100 an Plus gemacht. Das ist nach dem heutigen Kurs. Ja, also wohlgemerkt, wenn jetzt morgen der Kurs von beispielsweise Bitcoin sinkt, dann habe ich sofort wieder weniger quasi gemacht, weil das ja diese Kursschwankungen unterlegt. Und viele Leute fragen mich, Manuel, soll ich in Krypto investieren oder nicht? Und meiner Meinung nach, es ist ein Gamble. Punkt 1, es ist ein Glücksspiel ein Stück weit. Das heißt, du weißt nie, wo morgen oder nächste Woche der Kurs stehen wird. Ich bin auf der anderen Seite aber auch sehr überzeugt davon, dass Krypto die Zukunft ist. Warum bin ich davon so überzeugt? Weil ich glaube, dass das, was Krypto anders, was das Internet für die Kommunikation war, ich glaube, das ist Krypto für die Finanzwelt. Ja, es ist einfach die Zukunft, es ist zukunftsträchtig. Nicht zwangsläufig der Bitcoin oder irgendwie Monero oder irgendwie eine bestimmte Währung, sondern einfach die Währungen insgesamt oder die Idee hinter Kryptowährungen allgemein. Außerdem sind Kryptowährungen ja auch Unternehmensbeteiligung. Das heißt, ich habe jetzt vor kurzem habe ich insgesamt 20.000 in ein Startup investiert, was mit dem Thema Krypto zu tun hat, was einen sogenannten ICO gemacht hat. Ein ICO ist ein Initial Coin Offering. Und das bedeutet, die haben, anstatt an die Börse zu gehen und Aktien anzubieten, Unternehmensanteile in Form von Tokens, also Kryptowährungen, angeboten. Da habe ich 20.000 reingesteckt und im Verlauf der nächsten 3 Monate werde ich erfahren, wie sich das entwickelt hat. Ja, so im Februar, März ungefähr, da werde ich dann wissen, wie viel mein Investment dann wert ist und dann werde ich einen Teil davon abstoßen oder auch nicht. Man weiß es nicht. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne wissen, in welches Startup ich da so viel Geld investiert habe und warum ich davon so überzeugt bin und vielleicht wollte ich auch investieren. Man kann immer noch investieren für irgendwie die nächsten 20 Tage oder so, glaube ich, geht das noch. Was halte ich an Kryptowährungen? Welche habe ich? Ich habe Bitcoin, ich habe OmiseGo oder OMG abgekürzt, ich habe Ethereum und Ethos habe ich auch und eben noch dieses letzte Token. Wenn ihr wollt, spreche ich da nochmal ein bisschen drüber, einfach in einem anderen Video. Schreibt es mir in die Kommentare. Ja? Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir dem Thema Krypto hier ein bisschen Zeit widmen können auf dem Kanal. Warum ich persönlich der Meinung bin, dass Krypto auch als Investment sehr gut geeignet ist, nicht für all dein Geld, aber für einen Teil deines Geldes, was du auch bereit bist zu verlieren im Zweifelsfall. Der Grund dafür ist, dass es eben generell relativ viel Aufschwung da gibt, also der Kurs steigt, also alle Kurse, fast alle Kurse steigen sehr rasant an und das ist eben in meinen Augen, wenn du in ein Haus investierst und das dann nach 2 Jahren mit 20% Gewinn verkaufst, bist du schon recht happy. Wenn du eine Eigenkapitalrendite hast, die darauf hinausläuft, dass du nach Jahren dein eigenes Geld zurück hast und nach 22 Jahren das Haus abgezahlt ist und du dann halt irgendwie 1.000 Euro jeden Monat bekommst, das ist für mich nicht so besonders rentabel. Klar, es funktioniert und es ist auch definitiv sicherer, als in Krypto zu investieren, aber
es ist halt in meinen Augen nicht so, nicht nur in meinen Augen, es ist halt erst einmal nicht so rentabel. Und ich bin ein sehr risikobereiter Mensch in vielen Situationen. Und hier ist es eben so, dass ich sage, gut, ich habe jetzt also insgesamt reingesteckt einen Gesamtbetrag von knapp $35.000 und ich werde jetzt das Ganze nochmal ein, zwei Monate auch einfach genauso wie es ist drin lassen. Dann wird sich dieses Geld, was ich da drin habe, hoffentlich noch ein bisschen vermehren. Und angenommen, ich habe dann zu dem Zeitpunkt vielleicht aus diesen jetzigen 65.000 insgesamt vielleicht 100.000 gemacht, dann nehme ich wieder 35.000 raus. Das heißt, ich habe mein Initialinvest schon wieder sicher und dann spiele ich eben mit den restlichen 65.000, die da noch drin sind. Und das ist halt mein Plan. Ja? Wohlgemerkt, aber ob das jetzt gut geht oder nicht, das kann keiner vorher sagen. Das müssen wir dann einfach beobachten. Was heißt das jetzt auch konkret, wie sich das entwickeln wird, meiner Meinung nach? Meiner Meinung nach, 2018 wird Krypto, wird der Markt allgemein nochmal massiv wachsen. Ich glaube, wir werden auch einige Korrekturen haben. Ich glaube, es wird einige Male der Kurs einbrechen und auch wieder steigen. War auch 2017 der Fall. Bin ich ein qualifizierter Investor? Bin ich jemand, der sich damit so hart auskennt, dass man definitiv auf mich hören sollte, der jeden Tag nichts anderes macht als Krypto? Nein, auf keinen Fall. Im Gegenteil, also ich habe mich wirklich intensiv damit beschäftigt und ich habe viele Freunde, die auch wirklich sechsstellige Beträge teilweise da drin haben und wirklich viel Geld da reingesteckt haben. Und ich denke auch, dass ich nochmal ein bisschen Geld nachlegen werde in nächster Zeit. Einfach 10, 20, vielleicht sogar 30.000 Euro nochmal dazulegen werde. Aber das ist halt Geld, wo ich auch sage, dass könnte ich halt anders gar nicht großartig verwenden zurzeit, ja, weil mit 30.000 kann ich halt auch kein Haus kaufen oder so. Klar, ich kann halt den Eigenkapitalanteil davon decken, theoretisch, aber ich bin halt nicht so der Typ für ein Haus auch, ja. Also ich bin gar nicht der Typ, der sich das Haus dann im Detail anguckt und 100 Häuser vergleicht und so. Das ist gar nicht das, was ich machen möchte. Das, was ich machen möchte, ist eher wirklich risikobehaftet, sowas. Es sind Startup-Investments, wir werden 2018 definitiv als Inkubator aktiv werden, werden unser eigenes und vielleicht sogar irgendwann fremdes Geld in Startups investieren und werden denen auch richtig hart unter die Arme greifen, im Thema Online-Marketing zum Beispiel auch. Und bis dahin werde ich viel mit viel Geld spekulieren im Bereich Krypto einfach auch. Und da bin ich sehr gespannt, wie gesagt, wie sich das entwickeln wird. Ich hoffe, dass das ein Update für euch war, was interessant ist. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr mehr zu Krypto wissen wollt. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr sagt, ihr möchtet gern wissen, in welches Startup ich da $20.000 investiert habe. Und lasst mich gern wissen, ob ihr auch in Krypto investiert seid oder vielleicht auch nicht, ob ihr da vielleicht keinen Bock drauf habt. Ich glaube, dass es eine Blase ist. Ich glaube aber nicht, dass die Blase sehr zügig platzen wird, sondern ich glaube, dass wir sehr lange drauf reiten werden. Einfach weil die Massenadoption in 2018 wahrscheinlich erst richtig ernst passieren wird. Das ist sehr, sehr spannend zu beobachten. Worst case ist alles Geld weg und dann muss man sich halt wieder den Arsch aufreißen und wieder mehr Geld machen. Dann ist das halt so. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr spannend. Wir leben in super spannenden Zeiten und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lass mir gerne einen Kommentar da, einen Daumen hoch und abonniere den Kanal und klick auf die kleine Glocke, wenn du sagst, du möchtest mehr davon. Bis dahin viel Spaß, alles Gute und wie immer, ja,